Da muss ich leider die Aufnahme mal beenden, wenn ich aus dem, weil ich habe Vollbildmodus an, dann muss ich raus aus dem Menü und dann kann ich erst ausschalten. Deswegen muss ich da leider in dem Moment die Aufnahme mal beenden. So, weil die ging mir jetzt doch, also es war, das muss ich nochmal gucken. Ich habe mich eigentlich nicht spoilern wollen, habe deswegen gedacht, okay, melancholisch kann nicht falsch sein. Aber da ist natürlich die Sache, was verstehen andere Menschen unter melancholisch, ne? Dubstep, Melancholie. Ich fühle mich immer so traurig, wenn ich Dubstep höre. Dann hör's nicht! Was? Ich habe irgendwas getötet gerade. Ich habe aber nicht gesehen, was. Da ist ein Baum. Da habe ich wieder 10 Stöcker. Jetzt probiere ich das mal. Okay, jetzt bin ich außer Atem, da probiere ich gar nichts mehr. So. Da liegt noch ein Stamm. Der kommt dann mal da rein. Dann laufe ich mal eine Weile nur, damit ich mich wiederhole. So. Eins. Zwei. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, mit Baumstamm auf dem Rücken verbrauchst du schneller deine Energie, oder? Guck mal hier, ob hier noch einer drauf passt. Nee, hier passt zum Beispiel gar keiner drauf. Also 7 Stück gehen. Ob Wagen oder ob Stand ist egal. Hallo? Aufheben? Diese Tätigkeit, bei der man die Hände benutzt, um das Ding hochzuheben. So, CC. Und dann haben wir hier noch... Ja, mit der Musik ist es irgendwie auch viel Welt... Es ist, weiß nicht. Es irgendwie passt auch zu dem Wald, dass man keine Musik hat, weil ich meine, im richtigen Wald hast du halt auch keine Musik, ne? Ist halt, bist halt auf dich allein gestellt, keine Freude, keine lustigen Dinge. Nur du und der Wald. So, da würde ich einfach mal sagen, B. Tue ich mir ja auch gleich mal so ein Hunting Shelter übertrieben, hier so ein ganz einfaches Ding hier hinsetzen. Blätter habe ich eh genug, also da wollen wir gar keine Sorgen machen. Nur Rüstung habe ich momentan keine, das nervt mich ein bisschen, muss ich gestehen. Wenn ich jetzt hier 2x4 habe, dann muss ich theoretisch... Also es wird hier glaube ich so ein Holzfällerlager. Also das wird hier auf jeden Fall eine saftige Aktion. Jetzt muss ich mal gucken, wo mein Schlitten ist. Ach, ist auch noch alles, ach, hier ist auch noch alles voll. Ach du Schokolade. Ach so, und hier. Ach, jetzt kann ich hier nichts. Sollte theoretisch liegen bleiben, dachte ich mir gerade so, aber die Bäume dachten sich so, nein. Die rollen weiter. Alter, ich hab sie angehalten. Ach, komm, scheiß drauf. Hier liegt ja auch noch alles voll, ey. Boah, krass. Wo ist denn mein Schlitten? Der ist da hier oben am See noch, gell? Genau, da ist er. So. Da, ja, da tun wir halt momentan so ein bisschen da unten uns was hinstapeln. Ist aber auch kein Problem, weil da unten ist ja der Wald, ne? Und da, wo der Wald ist, da gehört auch eine kleine Hütte hin. So, C. C. Guck ich mir hier nochmal um, ob hier noch was hingefallen ist irgendwie. Hier sieht's aber eigentlich ganz flockig aus. Glaube ich. Ich dachte, da rollt ein Schädel runter, ey. Ich wollte schon wieder Paras kriegen. So.
finde es ein bisschen komisch, dass der beide in die Hand nimmt, aber pff, soll mich jetzt auch nicht stören. Wenn er da Spaß dran hat, dann viel Spaß. Was? Achso. Ich weiß nicht, warum man beide nimmt, aber okay. Es ist schon wieder beide genommen, obwohl ich so weit weg war. So, ein Blatt collected. Das soll es ja vorerst gewesen sein, ne? Hallo? Ich würde gern. Ich könnte mir ja theoretisch, überlege ich mir gerade so, warum eigentlich nicht? Hier unten ist doch so schön ruhig. Eigentlich. Na, ich lasse das mal stehen. Ich überlege gerade, ob ich mir unten vielleicht so einen Riesengarten mache, wisst ihr wie? Oder? Aber ich glaube, das mache ich eher oben auf dem Hügel. Da habe ich nicht so ganz so weiten Weg. Ah, weißt du was? Also vier sind übertrieben. Ich glaube, ich mache mal zwei und den Schlitten aber. So, dann machen wir hier mal C und C. Die Hütte kann da ruhig bleiben. Die kann ich dann später nehmen. Dann machen wir hier noch, nehmen wir uns zwei runter, dann packen wir da einen drauf, nehmen wir uns noch einen runter und dann machen wir uns auf den Weg nach oben. So, dann würde ich nämlich gerne nochmal einen Lurch essen, der gibt nämlich volles Zeug zurück oder einen Hasen, je nachdem, wir haben glaube ich beides noch auf der Leine oder Stock, ich weiß nicht, ob es eine Leine oder ein Stock ist. Da liegt auch noch ein Baumstamm, hier liegen überall im Wald noch Baumstämme, die wir noch nicht weggemacht haben, also das sind unsere Möglichkeiten noch mannigfaltig und ich renne bestimmt wieder gleich über den Baumstamm drüber, so wie ich mich kenne. Nee, nicht. Geil. Da ist das Ding erstmal fertig. So, hier komme ich. Da komme ich easy rein. Da drüben irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Stock nehme ich mit. Dann esse ich einen Lurch. Da ist ein Stock, den nehme ich mit. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ab und zu Bäume schlage, weil wenn ich ab und zu mal diesen Baum schlage, dann wird er irgendwann. Lurch. Lurch. Der ist giftig. Was ist hier? Hier liegen Stöcker. Stein kommt weg. Na komm. Na los! Von wo aus kann ich dich essen? Habe ich es kaputt gemacht, aber irgendwie hat es nichts gebracht. Ah, das tut unsere Samen von alleine verballern. Jetzt raff ich das. Wenn ich vielleicht Beute nehme, geht's dann. Das tut unsere Samen verballern, um Büsche zu erstellen. Die dann was bringen, die ich jetzt kaputt gemacht habe. Super, ich bin so intelligent. Ich habe eine Feder. So, machen wir erstmal eine Speicherung. Dann schlafen wir eine Runde. Aha. Da scheint was in der Nähe zu sein. In das Loch kann man übrigens nicht reinklettern, habe ich gerade versucht.
Hier scheint... Ah, da hinten sind welche, habe ich gerade gesehen. Habe ich denn noch Lurchpelz? Habe ich nicht. Circuitboard habe ich noch. Den Kopf habe ich mir dann auch nicht mehr. Die Arme equipped, naja, brauche ich eigentlich gar nicht. Pfeile habe ich noch 4. Siehst du, ich wollte mal gucken, wie das in der Bombe ging. Also es geht das, es geht die Uhr. Seil funktioniert nicht, Strick funktioniert nicht. Batterien kann man nicht nutzen für sowas. Press Q to communicate in Multiplayer Games. Ah. Der modifizierte Stein geht auch nicht. Ah, was? Gibt's da noch was, was ich noch nicht habe, oder? Zahn geht auch nicht. Pedometer. Wir haben 3800 Schritte getan. Minus 15 Grad, Alter, what the fuck. Sommerliche minus 15 Grad haben wir momentan, das ist... eine Menge. Das hat mir keinen Schaden gemacht, sehr schön. Ich glaube, wir können jetzt schlafen. Ich glaube, die sind nicht mehr in der Nähe. Yep, da waren sie nicht mehr in der Nähe. Einfach nur, weil ich es kann, nehme ich die nochmal mit. Habe ich gegessen jetzt. Es ist doof, dass es nicht sofort umswitcht, wenn man den Beutel hat. Für Leute mit so schnellen Fingern wie ich, ja, ist das unschön. So, Moment, wir müssen mal gucken. Weil hier waren ja die Blauen noch, gell? Hier waren die Blauen. Ah, blau. War das die einzigsten Blauen? Der ist aber neu hier. Man kann das kaputt machen. Man muss nur die richtige Stelle zum Draufschlagen finden. Und da haben wir auch unseren Knüppel. Ist die Frage, wie schnell schlägt der? Stehen hier zwei Schlitten von uns, super. Geht ja, ich gehe jetzt nicht unbedingt langsam. Stein, wow. Hier sind eine Menge Giftpilze. Kann man damit auch... Ach, geht wirklich. Und auch Leguane kann man da legen. Leguane möchte man sagen. Ja, bis heute Frage ist, ob man eventuell... Bis heute, weil ich spiele seit 4-5 Tagen. Bis heute frage ich mich... You can't carry only one spear. Und hier dich... So. Hat die Leuchten trotzdem noch? Okay, ich dachte, die hören auf zu leuchten, denn. Deswegen habe ich sie gerade halt angekrabbelt. Da war Alkohol. Das ist, warte mal, da muss ich auch ganz kurz gucken, ob man die anderen Pfosten auch kaputt machen kann. Weil die werden ja dann höchstwahrscheinlich immer wieder neu spawnen, ne? Hier ist auch irgendwo noch ein Kopf gewesen, glaube ich. Oder ist der Schmeck? Ist mir egal.
Da ist noch ein Zahn. Dann nehmen wir uns mal ganz kurz, wir haben mal 17 Zähne. Na, 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 na. 17 Zähne und 1, 2, 3, müssen wir bei 73 dann sein. Stopp, eine zu viel. Dann, ja, super. Also nochmal ganz viel Spaß. 17 Zähne. 17 Zähne, 17 Zähne. Bei 73 muss man sein. 73. Und klack. Hammer. 17, genau. Das ist alles noch ein bisschen buggy mit der Anzeige, aber wen juckt's. Auch da noch ein paar Zähne abkrabbeln, wenn ich welche finde. Can't carry more legs, das sind noch eine Menge Seile. Die ich aber auch alle nicht nehmen kann. Irgendwie kriegt man das nicht so schnell. So, gucken wir mal. Ah, da muss man öfters draufschlagen. Ich habe mich schon mal gewundert, warum es nicht geht. Man muss öfters draufschlagen. Wieso habe ich das Ding ausgerüstet und wieso macht das so seltsame Geräusche? Habe ich jetzt mehrere Schädel? Ja, habe ich mehrere Schädel. Cool. Das braucht auch mehrere Schläge, okay. Getroffen habe ich es aber. Na, Moment. Probieren wir es doch mal mit einem Pfeil. Mit einem Crafted Bow. Ich glaube, es hat nicht geschossen. Das war zu hoch. Ich habe keine Pfeile, glaube ich, mehr. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das letzte hätte er echt treffen müssen. Aber egal. Aber egal. Boah, Alter. Alter. Ist das viel. Und ein Deerskin. Can be worn. Or used as a decoration. Okay. Also das gibt mir keine Rüstung dazu oder so, das verschwindet anscheinend auch nicht. Ist einfach nur Dekoration. Und ich bin mit Blut beschmutzt, deswegen wasche ich mich kurz. So. Geld nehme ich mit. Ansonsten gibt es hier nichts Tolles. Ein paar Schädel haben wir bekommen jetzt. Das reicht ja auch erstmal. Haben wir dann gerade nochmal Sticks dabei? Achso, eh. Super, da haben wir wieder eine Hütte fertig. Jetzt habe ich hier natürlich keinen Wagen mitgenommen. Dann laufe ich halt so den Weg. Dann kann ich den Rest nachher mit einem Wagen mitnehmen. Da passen genau 7 plus 2 wieder drauf. Passt also eigentlich perfekt. Liegen überall noch Baumstämme. Mindestens 2. Also 2 habe ich auf jeden Fall gesehen. So. Jetzt gehen wir nochmal nach runter.
fertig. Nicht schlecht, Herr Specht. Das andere ist hier mitten. Kann man es kaputt machen? Also es macht manchmal das Geräusch, als wenn man es kaputt machen könnte. Aber... keine Ahnung. Es ist schon eklig, ne? Ich finde die Dinger echt räudig. Kann man ja eigentlich auch... Der Effekt ist atemberaubend. Mal jetzt gucken. Zähne verliert er anscheinend nicht, wenn er das macht. Würde aber noch probieren wollen. Ob man den auch... Nö, schade. Das wäre lustig geworden. Kann man denn das? Oder? Die ist gar nicht mehr gefärbt, sehe ich gerade. Warum auch immer die nicht mehr gefärbt ist. Der Stick war auch mal gefärbt. Der ist auch nicht mehr... Es ist anscheinend... Das hält anscheinend nicht an. Und der Spear ging ja nicht. Ah, okay. Ich sehe gerade unser Problem. Die Bären hebe ich immer auf für unterwegs. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich die nutze, wenn ich unterwegs bin. Oh, dann gucken wir mal, was hier unten sich so tut. Gar nichts, so wie das aussieht. Und hier ist auch wieder nichts. Schade, schade eigentlich. Ich dachte, da liegt ein Geborener in meinem Dorf. Wollte gerade sagen, hä? Wie kommt der denn hierher, vor dem Dorf? Immer noch drei. Die sind zwar süß, aber vermehren sich nicht. So. Außer dem Ding in der Mitte, was ich nicht einsammeln kann aus mir ominösen Gründen. Ja. So willst du dem Thema einsammeln, jetzt ist es halt weg. Wer mich nervt, ne, der, also der... Ja, der hat halt die Konsequenzen zu spüren. So. Ich bin mir sicher, das hat den... Dieses Ding ist schwer verletzt und es wird beim nächsten Mal besser wachsen. Da bin ich mir ganz sicher. So. Also wenn das schon so gut geht, in deinem gestrandet, du bist ja gestrandet hier, ne? Du hast keine Chance, irgendwie hier wegzukommen, keine Ahnung. Wenn dir das so gut geht, dass du schon deine eigene Nahrung kaputt machen kannst, weil du einfach keine Ahnung hast, was du sonst machen sollst, dann würde ich sagen, geht's dir wirklich gut.